Funktionsaufruf ist syntaktisch der Funktionsname, runde Klammern und dazwischen Parameter. Dazu hinterher mehr. Der Funktionsaufruf ist ein Ausdruck. Beim Aufruf einer Funktion werden die Anweisungen im Funktionsrumpf ausgeführt, bis eine Return-Anweisung ausgeführt wird. Und aufgrund der Zusatzbedingung, dass in jedem möglichen Durchlauf ja eine Return-Anweisung existiert, wird immer auf jeden Fall eine solche Return-Anweisung auch ausgeführt. Nach der Berechnung des Wertes des Return-Ausdrucks dieser Return-Anweisung wird die Funktion verlassen und der Wert wird als Funktionswert zurückgeliefert. Hier ein Beispiel. Hier gibt es eine Funktion namens Funk vom Typ Integer. Wenn diese Funktion unten im RIMF wird definiert, wenn diese Funktion aufgerufen wird, wird zunächst der Benutzer aufgefordert, eine Zahl einzugeben und geliefert wird 2 mal Zahl. Das heißt, der Wert wird mit 2 multipliziert und als Funktionswert zurückgeliefert. Hier ist jetzt eine Main-Prozedur. In dieser Main-Prozedur erfolgt ein Aufruf dieser Funktion, Funk, durch Ansprechen von Name, Klammer auf, Klammer zu. Geliefert wird der Wert, das ist ein Int-Wert, der wird mit 4 multipliziert und hier wird erneut diese Funktion aufgerufen. Was passiert letztendlich? Bevor hier ausgegeben wird, der Wert, berechnete Wert ausgegeben wird, wird dieser Ausdruck berechnet. Dieser Ausdruck besteht jetzt aus mehreren Teilausdrücken. Zunächst wird dieser Wert berechnet, das heißt Funk wird aufgerufen. Das heißt, es erscheint auf dem Bildschirm Zahl und der Benutzer kann eine Zahl eingeben. Gibt er beispielsweise eine 3 ein, wird zurückgeliefert, 2 mal 3 ist 6. 6 wird jetzt mit 4 multipliziert, ist 24. Und anschließend wird erneut Funk aufgerufen. Das heißt, wiederum erscheint auf dem Bildschirm Zahl. Der Benutzer wird aufgefordert, eine Zahl einzugeben, beispielsweise die 2. Er gibt 2 mal 2, 4 zurück. Es wird 2 mal 2 berechnet, 4. Und die Funktion liefert den Wert 4. Hier stand ja vor 6 mal 4, 24 mal 4. 24 mal 4 sind 96. Diese 96 ergibt sich als Berechnung dieses kompletten Ausdrucks und 96 wird dann auf dem Bildschirm ausgegeben.